So Leute, wir sind am Hauptbahnhof. Ich wollte eigentlich nach Pasing fahren für einen Glückstausch. Ihr wisst Bescheid, welcher Tag ist heute? 24? 24. Glückstausch in Folge. Shiny natürlich. Und auf dem Weg zur S-Bahn. Erstens, Pasing geht ja nicht mehr ab. Pasing ist tot. Module, Stops wurden entfernt. Und außerdem war ich da eh schon eine Ewigkeit nicht mehr. Aber für einen Glückstausch wäre ich da jetzt rausgefahren. Oder fahre jetzt immer noch da raus. Aber auf dem Weg zur S-Bahn ist mir so einer begegnet. Und hat nach dem Weg gefragt zu den Zügen. Und wir waren halt unten bei den S-Bahnen. Habe ich ihm den Weg gezeigt, also auf Englisch. Do you speak English und so? Ich so, yeah, yes, yes. Dann habe ich ihm den Weg gezeigt. Er so, boah, keine Ahnung. Can you please show me? Also mitgehen. Und dann dachte ich mir schon so, boah, Digga. So echt gar keinen Bock. Und ich bin so richtig paranoid. Erster Gedanke, den ich habe, ist halt, Digga, der will mich irgendwo in eine einsame Ecke locken und dann überfallen. Ungelogen. Erster Gedanke, den ich habe. Könnt ihr ja gerne unten in den Kontakt schreiben, ob ihr auch solche Gedanken habt, ob ihr auch so paranoid seid wie ich. Aber nichtsdestotrotz habe ich ihm geholfen, habe ihm den Weg gezeigt. Unterwegs haben wir uns unterhalten, er kommt aus Bosnien und so und sucht Arbeit und hat hier irgendeine Kontaktperson gehabt und dann fährt er jetzt nach Landshut, weil dort auch irgendjemand ist, der irgendwie einen Job für ihn hat und er war Lehrer dort, aber alle sind weg und er macht nicht genug Geld und er musste seinen Sohn hinter in Bosnien lassen und so, um hierher zu kommen, um Geld zu machen und seine Eltern brauchen Geld und sowas. Und ja, schon eine traurige Geschichte und so. Ich denke mir halt, Digga, wehe, du quatsch mich jetzt voll, weil du am Ende Mitleid haben willst von mir und Geld haben willst. Aber trotzdem, ich bin nett, ich fuck ihn, dies, das. Zeigt trotzdem Mitgefühl. Und dann da oben auf dem Weg. Also ich habe ihn nicht direkt zu den Bahnhöfen geführt, weil ich mir dachte, ja, ihr wisst, also ich habe ihm halt nicht vertraut. Aber dann habe ich ihm da gezeigt, okay, jetzt einfach nur noch die Straße runter. Da war auf dem Schild, folge einfach dem Schild. Also vielen Dank dir und dies, das, God bless you, dies, das. How much do I owe you? Weil er wollte mich noch bezahlen dafür, dass ich ihm den Weg zeige. Ich so, nee, dann passt schon. Und dann ist er seinen Weg gegangen und wir haben unsere gute Tat heute erledigt. Random Story, ich fahre jetzt nach Pasing, Leute. Glückstausch. Ist einfach gar nichts mehr, Leute. Moment. Alles weg. Die Arenen sind weg, die gesponserten, wo ich so viele X-Rays hatte. Das war sogar der erste Mewtwo X-Ray hier in München. Hier vorne, beim Brunnen. Der ist weg. Alles leer, alles weg. Ein paar Stops sind noch geblieben. Zwei Legs hier Arenen, ja. Ich bin ein paar Minuten zu früh, ich drehe noch hier ein paar Runden der Erinnerung und Nostalgie und dann treffen wir den Kollegen fürs Tauschen. Und das besondere Kollege, mehr dazu gleich noch. Wir haben fertig getauscht. Mehr zum Tausch gleich noch. Ja, jetzt erstmal ein Alo Shiny Check. Shiny oder 100er Flunky verwergen. Nice. Ich habe diesen Monat noch keinen einzigen bekommen und ich habe schon relativ viele gemacht. Und. Ne, der ist nicht shiny. 3, 2, 6. Ich glaube auch nicht 100, nicht mal annähernd. Ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber leider glaube ich nicht, weil ich hatte schon mehrere in dem Bereich. Mehr zum Tausch gleich noch. Ich habe hier nochmal einen Shiny Crypto-Check. Bin jetzt ein paar Runden gelaufen. Hab erstmal die Geschenke gesammelt. Da kommt ein Mensch. Wir entfernen uns mal. Und. Shiny Check. Was ist der? Oh, Pinsir. Pinsir wäre nice. Pinsir wäre nice. Nee, leider nicht wieder. Yo, was geht, Leute? Nächster Morgen. Wir haben nicht mehr viel gemacht. Ein paar Runden gedreht. Ich versuche momentan eigentlich immer die Rocket Bosse zu besiegen für die Shiny Kryptos. Aber diesen Monat gar kein Glück, gar kein Erfolg. Wo ich ungefähr so schon Minimum 2, eher so 4 bis 6 am Tag mache. Aber ich hatte da noch kein Glück. Ich hatte mir am Sonntag durch den Glückstausch einen ertauscht und zwar Shiny erlöst Sneeble, Sneebuna. Jetzt habe ich 2 von 9. Ja, keine Ahnung, wo ich die anderen herbekommen soll. Ich habe einen Mauzi. Das kann ich Mauzi gegen Mauzi dann machen. Shiny erlöst. Beziehungsweise Shiny Krypto noch. Und der andere war Sichlor. Damiaplex habe ich mir ertauscht. Und dann bräuchte ich halt noch die 3 aktuellen. Und letztes Mal gab es noch Absol und Kindwurm. Kindwurm, da kenne ich den Konzi-Wert, glaube ich, Merkel. Könnte er mir potenziell tauschen, wenn wir mal Glücksfreunde sind. Aber der Rest, keine Ahnung, schauen wir mal. Das ist so momentan so mein Hauptziel, die zu bekommen. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, gestern noch. Erstmal blende ich hier den Glückstausch ein, das war Nummer 24 in Folge. Und heute fängt das neue Event an, da können wir zweimal am Tag spezial tauschen.
Und ja, ich versuche da auch jeden Tag dann zu erhöhen und nochmal für die letzten paar Tage im Monat zweimal am Tag zu tauschen. Und auch für heute bereits ausgebucht und morgen auch zwei. Also ich habe ein paar Leute, mit denen bin ich auf beiden Accounts, zum Beispiel Murat, da bin ich mit dem Main und einem seiner kleinen Lucky Friends, also können wir uns gleich treffen und zweimal tauschen. Auf jeden Fall der Glückstausch gestern. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, und der Titel verrät wahrscheinlich schon alles. Ich habe mich gestern mit einem getroffen, der potenziell ein Spoofer ist. Wir wollen ihn nicht zu Unrecht beschuldigen. Es gab ja letztens diese Panik- und Bannwelle und diese kleine Hexenjagd. Mehr dazu demnächst mal, da mache ich noch ein Video über Spoofer, meine Meinung und sowas. Aber ein Kollege von mir hat damals, als das aktuell war, das heißt damals, letzten Monat oder so, alle seine Freunde gecheckt, ob die die rote Verwarnung hatten, und das war so, jeder, der die Verwarnung bekommen hatte, konnte nicht zu einem X-Raid eingeladen werden. Das heißt, er hat einfach alle durchgecheckt, alle eingeladen, und da ist halt ein Kollege mit dabei gewesen, der ist mit beiden von uns befreundet und der konnte nicht eingeladen werden. Das heißt, er hat die rote Benachrichtigung bekommen. Das heißt nicht unbedingt, dass er ein Spoofer ist, sondern dass er irgendwas Illegales gemacht hat, und in 99% ist es aber, weil man spooft. Auf jeden Fall, wir haben uns getroffen zum Tauschen, wie gesagt, habe ich hier bereits eingeblendet, war ein Aloda Dictor, nichts allzu Besonderes, shiny natürlich, und ich habe ihn gar nicht drauf angesprochen, ich wollte einfach nur mit ihm tauschen und dann das Thema hier in dem Video heute verpacken, dass ich mit einem Spoofer getauscht habe, weil mich das nicht wirklich juckt. Ich habe das Thema auch gar nicht angesprochen, wir kennen uns jetzt nicht so gut. Damals, als der Kollege dann alle durchgecheckt hat und gesagt hat, hey, diese Person konnte nicht eingeladen werden, die ist wahrscheinlich potenziell ein Spoofer. Erster Gedanke, der mir dann kam, ist, nicht die Spoofer, mit dem ich nichts mit zu tun habe, sondern, boah, chillig, ich bin mit dem Glücksfreunde, da muss ich mich nicht mit dem treffen, sondern er kann einfach zu mir spoofen. Das war so mein erster Gedanke. Auf jeden Fall, wir haben uns aber trotzdem getroffen, weil wir wissen nicht, ob er Spoofer ist, und selbst wenn, er ist kein offener Spoofer. Deswegen, ich habe nicht gesagt, yo, wir wissen, dass du ein Spoofer bist, wir brauchen uns nicht zu treffen, spoof dich einfach zu mir oder so. Erstens kenne ich ihn nicht so gut und zweitens wissen wir es ja nicht genau. Auf jeden Fall haben wir dann uns getroffen und getauscht. Und er hat das Thema dann selber angesprochen. Hat gesagt, yo, ich habe ein Shadowban bekommen, ich war in Ägypten, wie ist das, wo ich echt vor Ort war. Ob man es ihm glaubt oder nicht, an sich ist es mir egal. Und darauf will ich auch hinaus. Mir ist es egal geworden. Mir ist es sowas von egal geworden. Ich finde es sogar echt praktisch eher. Denn heute, und dadurch, dass wir nicht genau wissen, ob er echt spooft oder echt aus Versehen diese Benachrichtigung bekommen hat, Verwarnung, lass mal einfach so liegen. Denn heute tausche ich mit einem richtigen Spoofer. Das heißt richtiger Spoofer, aber Spoofer halt. Denn heute bei einem X-Raid, ganz normal habe ich meinen Spezialtausch geplant. Mit ein paar Leuten dort, also mit einer Person. Und heute um 22 Uhr fängt das neue Event an. Und dann kann man seinen zweiten Spezialtausch noch machen nach 22 Uhr. Und mit wem trifft man sich so um 22 Uhr an einem Dienstagabend? Mit niemandem. Denn alle gehen schlafen oder gehen nicht nochmal raus. Das heißt, ich treffe mich mit einem Spoofer, der spooft sich zu mir und wir tauschen noch. Mehr zu dem dann irgendwann demnächst mal, weil, und meine Meinung dazu und zu dem Ganzen nochmal ausführlicher, aber ja, juckt mich nicht, ich finde es sogar in dem Moment praktisch und nutze das zu meinem Vorteil. Und ja, was soll ich sagen, worauf ich hinaus wollte, eigentlich ist halt, wen juckt's heute? Wen juckt's? Andere Story noch, gestern bei einem Raid. Ich versuche wieder ein bisschen mehr in der Nachbarschaft zu raiden und da den Leuten auszuhelfen, weil es kommt halt kein Raid zustande, da meldet sich einer an, aber sonst keiner. Und da bin ich halt jetzt unterwegs und versuche da zu helfen. Ich komme dann mit meinen 2-3 Accounts und dann findet der Raid auf jeden Fall statt. Kann sich eine Person glücklich schätzen, da zum Beispiel der Kollege gestern hatte seinen ersten Bogus dadurch bekommen. Und meistens ist es dann so wie in so einem Domino-Effekt. Einer meldet sich an, keiner meldet sich an, aber wenn ich mich dann anmelde, oder die sehen, okay, der Raid kommt zustande, dann kommen noch 2, 3, 4 andere Leute. Und ja, das mache ich jetzt demnächst öfters wieder mal, um einfach der Nachbarschaft und den Leuten hier auszuhelfen. Auf jeden Fall gestern dann der Kollege, wir haben gequatscht ein bisschen und er so, ja, ich war letztens auf Raid-Tour und da habe ich voll den komischen Vogel getroffen, weil der Kollege hat noch das RSG im Namen, in seinem Tag, und die Gruppe gibt es an sich nicht mehr und viele Probleme, dies, das, und der Name ist nicht so gerne gesehen bei manchen Leuten. Warum auch immer. Und da waren die halt alle in einer Lobby und dann einer gesagt, wer hat diesen RSG-Namen noch? Und dann er so, ja ich. Ja, wird mal langsam Zeit, den zu ändern oder so, hat er dann gesagt.
Ich war nicht dabei, ich habe so wieder gehört von ihm. Und er erzählt dann, ey, was ist das für ein Vogel? Was will der von mir? Der nimmt dieses Spiel, glaube ich, zu ernst. Und darauf will ich hinaus. Und ich habe diesen Spruch so gefühlt, weil diese Gedanken habe ich in letzter Zeit so oft. Die Leute nehmen das irgendwie ein bisschen zu ernst. Jetzt können Leute sagen, boah, Hong, du doch auch. Ja, nicht mehr so wirklich. Vor allem jetzt nicht in letzter Zeit. Serious Business, ja, ja. Aber Serious Business heißt nicht, dass man etwas zu ernst nimmt. Dass man sich zu sehr reinsteigert, sondern dass man hinter dem steht, was man macht. Dass man da 100% gibt und sich nicht dafür schämt. Vor allem das ist wichtig. Weil Serious Business kommt ja damals von Yu-Gi-Oh! Und Yu-Gi-Oh! Damals hat man sich ja immer dafür geschämt. Und dafür steht es eigentlich, dass man dahinter steckt und stolz auf das ist, was man macht. Und da auch immer sein Bestes gibt. Nochmal zurück zu dem, mit dem ich gestern getauscht habe. Der potenziell Endspruch ist. Am Ende des Tages juckt es mich nicht. Es ist ein netter Herr, netter älterer Herr. Wir haben ein bisschen Quatsch, Smalltalk. Er hat mir über seine Physio erzählt, weil er hat was am Bein, deswegen mehr dazu irgendwann mal, wenn ich über die Spoofer rede. Weil wenn er wirklich spoofen würde, ich würde es verstehen. Aber er hat mir über seinen Physio erzählt, er hat mir über seine Parsing-Zeiten erzählt, dass er jetzt nicht mehr so oft am Start ist, dass er nicht mehr so viel Lust am Spiel hat, dass Parsing halt ausgestorben ist und seitdem spielt er meistens in Fürstenfeldbruck, da geht's ab. Vielleicht besuchen wir den nochmal. Erzähl mir halt alte Herrengeschichten, weißt du? Alte Männer, die gerne über alte Zeiten reden, so Paulaner Biergartengeschichten. Und darauf kommt es doch an. Ist ein netter Herr. Und am Ende des Tages, ob der spooft oder nicht, wen juckt's, man? Was juckt es? Naja, Leute, nur so ein paar Gedanken. Heute findet keine Rampenlichtstunde statt. Und Donnerstag auch kein Wunderbonus. Also diese Woche ist Pause. Das heißt, wir sind nicht live. Ich gönne mir auch diese Pause. Aber nächste Woche dann und morgen Rage-Stunde mit Rüstungs Mewtwo. Und heute, wie gesagt, fängt das Event an. Es gibt dann auch noch ein paar Klon-Pokémon, ein paar neue Shiny, ein paar Hut-Pokémon. Und am Sonntag Raid Day. Gönnt euch. Euch viel Spaß, viel Erfolg, viel Glück. Eure Meinung zum ganzen Thema vielleicht unten in den Kommentaren. Würdet ihr mit einem Spoofer tauschen? Juckt euch das nicht? Denkt ihr auch, dass die Leute sich da viel zu hart reinsteigern? All das unten in den Kommentaren. Das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Views ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht Pokémon. Ist serious business. Aber steigert euch nicht zu sehr rein.